Schnall dich an. Wir lassen unseren Erdtrabanten ein bisschen aufs Gas drücken. Schau zu, wie er das Tempolimit überschreitet. Warum würde dieses Phänomen Städte überfluten? Was würde das mit der Erdkruste machen? Und würde der Mond vom Kurs abkommen? Hier ist Was wäre, wenn der Mond die Erde schneller umkreisen würde. Der Mond umkreist unsere Erde mit einer angenehmen und konstanten Geschwindigkeit von 1 km/s. Wenn dir das schnell vorkommt, dann warte mal ab. Wie würde es also dazu kommen? Wenn sich der Mond der Erde nähern würde, würde die Anziehungskraft der Erde immer stärker auf ihn einwirken. Dadurch würde er immer schneller werden. So lautet die Grundlage für das dritte Keplersche Gesetz. Je näher der Mond also der Erde kommt, desto schneller wird er. Aber wie könnte dieses Phänomen den Planeten einfrieren lassen? Der Mond umkreist die Erde einmal alle 27 Tage. Nun aber nicht mehr. Er wird dank seiner Geschwindigkeit öfter zu sehen sein. Und auch Mondfinsternisse werden häufiger auftreten. Doch dieser schöne Anblick könnte für die Hölle auf Erden niemals entschädigen. Denn die Anziehungskraft des sich nähernden Mondes würde die Erdkruste aufreißen. Dadurch würden Erdbeben ausgelöst und Vulkanausbrüche auf der ganzen Welt zunehmen. Glaube ja nicht, dass du dich am Meer abkühlen könntest, um der Hitze zu entkommen. Die Gezeiten werden durch die Mondbahnen, die Schwerkraft der Erde und der Sonne bestimmt. Je näher der Mond, desto stärker wirken die Gezeiten. Doch wie stark ist dieses stärker? Die Kraft der Gezeiten wäre 8-mal größer als jetzt. Küstenstädte würden überflutet und einige Inseln stünden den Großteil des Tages unter Wasser. Fast 700 Millionen Menschen, die in den niedrig gelegenen Küstengebieten leben, wären in ständiger Lebensgefahr. Doch was wäre, wenn der Mond noch schneller wäre? Erinnern wir uns an das dritte Keplersche Gesetz. Der Mond kann nur schneller werden, wenn er näher kommt. Bereits bei einer Höhe von 18.470 Kilometern würde er die sogenannte Roche'sche Grenze erreichen. An diesem Punkt wäre der Mond so nah, dass die dort auftretenden Gezeitenkräfte den Erdtrabanten sprengen könnten. Zum Glück ist das unmöglich, denn mit zunehmender Geschwindigkeit würde unser Mond in die Weiten des Alls geschleudert werden. Richtig gehört, bereits bei einer Geschwindigkeit von 1,4 km/s hätte er genug Schwung, um der Schwerkraft der Erde zu entkommen. Sein Verschwinden wäre auf den ersten Blick erstmal keine schlimme Sache. Die Erdrotation würde sich allmählich verlangsamen und die Tage wären länger. Dann würden endlich Erdbeben und Überschwemmungen ein Ende haben. Doch in Wahrheit wäre dies der Beginn des wahren Albtraums. Ohne den Mond würden Ebbe und Flut kleiner und schwächer werden. Alle küstennahen Ökosysteme, die nicht bereits durch massive Überschwemmungen zerstört wurden, würden nun völlig aus dem Gleichgewicht geraten. Ohne Ebbe und Flut könnten Tiere, die auf Nahrung aus dem Meer angewiesen sind, nicht überleben. Ohne das Mondlicht hätten auch nachtaktive Tiere enorme Schwierigkeiten bei der Jagd. Dies könnte zu einem Massensterben an Land und im Wasser führen. Während alles Leben auf der Erde auf den Kopf gestellt würde, geriet auch der Planet selbst aus den Fugen. Die Erde hat eine Neigung von etwa 23,5 Grad. Diese Neigung bedingt die Jahreszeiten. Und es ist die Schwerkraft des Mondes, die diese Neigung stabil hält.
Ohne Mond gäbe es also keine Jahreszeiten. Es wäre sogar möglich, dass sich Wetterlagen auf lange Zeit nicht ändern. Doch ein Kippen der Neigung würde extreme Wetterbedingungen bedeuten und die Erde wieder einmal in eine Eiszeit stürzen. Ja, eine schnellere Mondbahn könnte das gesamte Leben auf der Erde im Eiltempo zum Aussterben bringen. Okay, aber was wäre, wenn wir anstatt unseres einen Mondes die Monde des Jupiters hätten? Nun, das ist ein anderes. Was wäre, wenn?